Die meisten Industrieroboter fristen ein eintöniges Dasein. Tag ein, Tag aus stehen sie in Werkhallen am Fließband herum und schweißen oder lackieren vor sich hin, nach dem immer gleichen Schema. Nicht so E. David aus Konstanz. Denn der Computergrafiker Oliver Deussen erkannte dessen künstlerisches Potenzial. Aus einem namenlosen Schweißroboter konstruierte Deussen den Malautomaten E. David. Dieser malt seitdem am liebsten in Acryl und er hat schon etliche Porträts angefertigt. Also mir gefällt an den Bildern, die unser Roboter malt, dass sie eben so ihre ganz eigene Anmutung haben. Die sind sicherlich noch nicht perfekt, aber sie sind eben unterscheidbar von menschlichen Bildern. Auf der anderen Seite verwenden sie ähnliche Vorgehensweisen und das ist eine ganz interessante Mischung. Künstliche Kreativität heißt das Forschungsgebiet, an dem Oliver Deussen und seine Kollegen arbeiten. Sie versuchen die Frage zu klären, ob Algorithmen, Computern und Robotern so etwas beibringen können wie menschliche Kreativität. Doch auch wenn E. Davids Bilder schon sehr beeindruckend aussehen, in seinen Entscheidungen ist er in einem Programm gefangen. Und das haben Menschen geschrieben. Das ist zu wenig für echte Kreativität, weiß auch sein Erbauer. Also ich glaube, einem Roboter oder einem Algorithmus fehlt heute, um wirklich künstlerisch kreativ zu sein, das Weltbild, was man braucht, um wirklich gute Bilder zu malen. Also wenn ich versuche, eine politische Situation oder Gefühle in Bilder umzusetzen, dann ist das mehr als nur die Auswahl der Farbe oder der Abgleich von irgendwelchen Helligkeitsprozessen. In ihrer Doktorarbeit hat sich die Psychologin Kara Kahl intensiv mit der Theorie der Kreativität beschäftigt. Ein sehr schwieriges Unterfangen, denn der Begriff ist noch nicht einmal innerhalb der Psychologie eindeutig definiert. Von Forschungsprojekten wie E. David verspricht sie sich deshalb keine Maschinen, die uns das Denken und Produzieren von Ideen abnehmen, sondern Selbsterkenntnis. Wenn wir künstliche Kreativität ermöglichen und vor allen Dingen beforschen, dann wird es uns auch helfen, die menschliche Kreativität besser zu verstehen. Und durch die Formalisierung, könnte man fast sagen, von dem Phänomen in einem Roboterkopf ja, oder in einem Programm, hat man die Möglichkeit, dieses Phänomen besser, also sichtbarer, abzubilden und mit diesem Phänomen zu experimentieren. Und nicht zuletzt ist Kreativität auch ein soziales Konstrukt. Denn Kunst ist nicht nur von Menschen, sondern auch für Menschen gemacht. Das zeigt sich nirgendwo besser als in einem Museum. Man braucht auch so etwas wie den sozialen Kontext, also ein soziales Umfeld. Das besteht aus anderen Menschen, die dazu berechtigt sind, könnte man sagen, die Produkte, die Artefakte, das Verhalten der kreativen oder der schaffenden Person anzugucken und zu beurteilen. Dass ein Roboter wie E. David hier einen Wettbewerbsnachteil hat, ist keine Überraschung. Deshalb hat Niklas Roy sein Dokumat 500 auch nicht für die Kunstwelt, sondern für die Heimanwendung konzipiert. Also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und da gab es natürlich immer irgendwelche Familienfeiern und ich habe immer die Kamera in die Hand gedrückt bekommen. Und da hatte ich aber keine Lust drauf und dann habe ich mir gedacht, okay, da baue ich jetzt einen Roboter dafür. Die Arbeit, die gebe ich ab. Das lasse ich eine Maschine machen. Auf den ersten Blick nicht viel mehr als eine alte Videokamera auf einem klapprigen Stativ, bewegt sich der Dokumat vollkommen autonom und wählt entsprechend eines von Niklas geschriebenen Programms selbstständig seine Motive aus. Der Dokumat ist der erste Dokumentarfilmroboter der Welt. Und um als Dokumentarfilmroboter zu funktionieren, muss er von seinen zumeist menschlichen Motiven akzeptiert werden. Ich wollte, dass die Maschine von außen gesehen sich wie ein Charakter verhält, dass die einen Charakter entwickelt oder zumindest einem das Gefühl gibt, dass man es da mit einem Wesen zu tun hat, mit einem vielleicht sogar halbwegs intelligenten Wesen. Am Gesichtsausdruck der Menschen, die der Dokumat 500 bereits aufgenommen hat, kann man erkennen, dass dieser Plan noch nicht völlig aufgegangen ist. Weder als Maler noch als Dokumentarfilmer werden Roboter bislang ernst genommen. Vor den Tüftlern an kreativen Maschinen liegt noch eine Menge Arbeit.